Avengers Infinity War ist der größte Film des MCU und hat gleichzeitig eins der größten Probleme aller Filme. Und sich dann mit dem Satz "This changes everything" zu küren, regt mich dazu an, die Karten auf den Tisch zu legen. Die Lücke im System. Wir wissen mehr. Wir haben Ahnung. Der Film versucht uns traurige und dramatische Tode zu zeigen, während wir im Saal sitzen und wissen, dass wir die Hälfte davon wiedersehen werden. Der Film spoilert den Nachfolger, indem wir wissen, dass diese angeblich toten Helden in 15 Monaten teilweise schon wieder auf der Leinwand zu sehen sind. There is still a lot of room for Peter Parker and Spider-Man especially to grow in the next two movies, you know. He's definitely not the finished article by the end of Spider-Man Homecoming. And you said two movies, it means Homecoming 2 and 3? Yeah, there'll be Spider-Man 2 and 3. It won't be Homecoming 2 and 3, yeah. That's almost a scoop, because we knew about the second one, but not the third one. Yeah, well now you know. Spider-Man 2 ist schon seit langem bekannt und erscheint im Juli des kommenden Jahres. Dadurch ist der traurigste Tod von allen eigentlich auch der, der uns am meisten vorspielt. Black Panther ist einer der größten Filme, die jemals existiert haben. Und da dieser Erfolg auch nicht ganz an Marvel vorbeigeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Ryan Coogler Lust und Zeit auf ein Sequel hat. You get to decide. What kind of king you are going to be? Sure. I think one of my favorite things on Twitter recently, and honestly, was the exchange between you and James Gunn about Guardians 3. I think that was amazing. Yeah. Fans absolutely lost it. Someone said to James Gunn, hey, why don't you put Hamill himself? He said, well, put Mark in Guardians of the Galaxy. And James Gunn says, well, he lives around the corner. Maybe we'll have coffee and talk it over. Ebenso sind die Gerüchte und Erwähnungen von Guardians of the Galaxy Volume 3 auch nicht stillgelegt. Auch wenn die nette grüne Freundin Gamora vielleicht tot bleibt, muss der Rest der Crew weiterhin bestehen. Denn Rocket of the Galaxy wäre zwar süß, jedoch auch ziemlich inhaltslos. Es ist keine große Überraschung, dass das Schnipsen und dessen Opfer nicht lange bestehend bleibt und früher oder später aufgehoben und rückgängig gemacht wird. Diese Tode haben keine Tiefe, sie haben keine Bedeutung. Man schlachtet diejenigen ab, von denen man weiß, dass sie in den kommenden Filmen definitiv noch weiter dabei sind und lässt diejenigen am Leben, deren Verträge auslaufen, um ihnen in Avengers 4 ein großes Finale geben zu können. Die Opfer des Schnipsens kommen wieder, keine Frage. Doch wie und wer vielleicht dafür sein Leben lassen muss, ist die wichtigere Frage. Es ist kein Wunder, dass ich mich, während die Charaktere noch sterben, schon abschalte und mich zu meinen Freunden rüberdrehe und sage, wie war das nochmal mit Spider-Man 2 oder Guardians 3 mit einem Charakter? Es funktioniert vielleicht in diesem Moment, aber auf langer Sicht war es ein sinnloses Abschlachten ohne Folgen. Man sortiert seine Actionfiguren aus, holt sie nach 2 Wochen aber wieder zurück aus dem Mülleimer, weil sie doch zu cool waren. Das ist die größte Schwäche des ganzen Films. Man will trauern, kann es aber nicht. Und gleichzeitig hat sich Marvel damit die größte Falle selbst gestellt. Illegal weapons barrier was at 230. You missed it. Denn wie will man einen Film für einen Charakter promoten, der bis Mai 2019 eigentlich tot ist? Spätestens beim ersten Trailer weiß jeder Bescheid, dass Peters Tod und somit auch die meisten anderen nicht lange anhalten.